Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier in unserem Mountainpark. Und wir werden uns heute wieder unserem großen Berggehege widmen und ich bin sehr gespannt. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass wir hier ja bestimmt 25 Dinosaurier oder so unterbringen können. Und von der Größe her, das wird ja ungefähr, ja, ich habe hier schon sogar zu weit gebaut, das muss eigentlich hier vorne irgendwo enden. Von der Größe her wird es wahrscheinlich hinkommen mit 25 Sauriern. Allerdings habe ich da so meine Bedenken, wenn ich an die Wasserstellen und an die Futterspender denke, weil ich glaube nicht, dass wir hier ausreichend Wasser und Futterspender unterbringen können, weil die nehmen natürlich auch immer sehr viel gerade Fläche, wie ihr hier seht, in Anspruch. Und hier haben jetzt gerade mal zwei kleine Wasserstellen und dann 25 Saurier ist vermutlich ein bisschen zu viel. Wir müssen auch gucken, es ist halt ein bisschen abhängig von der Größe der Dinosaurier. Das heißt, wenn wir viele kleine machen, ist es natürlich anders, als wenn wir viele große machen. Und ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal wieder an die Arbeit. Als allererstes dafür machen wir natürlich jetzt erstmal die Gehegeform, würde ich sagen, zu Ende. Wir gucken, wie weit das Gehege gehen soll. Wobei, ja, das Problem ist, ich brauche diese Fläche hier noch. Hier habe ich auch nochmal so eine Fläche. Hier müssen wir eigentlich auch noch einen vernünftigen Weg unterbauen oder sowas. Puiuiuiui, das wird alles sehr, sehr schwierig werden. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Hotel im Park. Das muss hier auf jeden Fall noch hin. Das wird vermutlich dann hier auf dieser Fläche passieren. Und dann mal schauen, vielleicht noch den einen oder anderen Laden und vielleicht ein kleines Gehege noch. Und hier unten weiß ich auch noch nicht. Und da müssen wir uns hier noch drum kümmern, wie wir das Industriegebiet sozusagen noch vernünftig hier verbunden kriegen. Ja, wird alles sehr, sehr schwierig werden. Ich reiß hier erstmal ab. Und dann gucken wir erstmal hier vom Zaun her. Ja, die Frage ist, wie machen wir das hier? Vielleicht können wir auch noch hier einen kleinen Wasserbereich unterbringen, wenn wir hier das Land etwas senken. Kriegen wir das denn noch hin? Kriegen wir tatsächlich. War sogar noch ein ganz schönes Stück. Nicht schlecht. Wir dürfen halt nur hier oben die Strecke nicht dadurch senken, weil das wäre doof. So, da haben wir unseren kleinen Wasserbereich. Den lasse ich jetzt auch, glaube ich, so. Das passt schon. Ist jetzt hier so ganz leicht Hügel. Ach, das sieht man gar nicht. Ist nicht wichtig. Ein Futterspender sollten wir vielleicht dann hier auch noch unterbringen. Nämlich einmal ein... Machen wir mal hier vorne hin. Hier. Und vielleicht noch einen großen. Der könnte... Wieso kann ich den denn hier nicht unterbringen? Abflachen nicht möglich. Ah, da wird die Fläche wahrscheinlich nicht ausreichen. Das ist natürlich wieder doof. Ihr seht schon, das ist... Wird super problematisch hier. Ich könnte natürlich auch... Wartet mal, machen wir das anders. Dann lösen wir das anders. Machen wir ja hier noch so ein Stückchen rein. Und dann kommt halt der Futterspender. Jetzt habe ich mich verklickt. Ja, man merkt gleich, wenn man mehrere Tage Jurassic World Evolution nicht gespielt hat. So, kommt er halt hier hin. Und dann machen wir natürlich dann noch Bäume und so hin. Aber Bäume und so werden wir später eh nochmal ordentlich platzieren. Also richtig, richtig viele. Hier sowieso auf den Schrägen und sowas. So, da müssen wir dann mal schauen. Wir müssen jetzt nur gucken, wie wir das hier mit dem Zaun halt entlang führen. Der Sinn von diesem Zaun hier ist ein bisschen, dass die Besucher hier nochmal was zu gucken haben. Man könnte nämlich hier nochmal eine Galerie rein theoretisch machen. Die ist natürlich auch wieder super groß. Holy shit. Aber es wäre eigentlich nicht verkehrt, wenn ich hier so eine Galerie hinklatsche. Dann haben die Besucher hier eventuell nochmal den ein oder anderen View auf unsere Dinosaurier in dem großen Gehege. Das denke ich mal auf jeden Fall eine gute Sache. Und dann kann man rein theoretisch hier den Zaun runterführen. Und weil das, das ist schon mal sehr gut. Sieht auf jeden Fall vernünftig aus. Also die Größe ist schon echt nicht schlecht. Das ist schon, lässt sich schon mit arbeiten. Mal gucken, welche Dinosaurier wir da später reinmachen. Ich habe mir die Kommentare noch nicht durchgelesen. Ich habe euch ja gebeten, in der letzten Folge mir mal ein paar Dinosaurier-Vorschläge in die Kommentare zu schreiben. Also ich bin sehr gespannt, welches dann am Ende werden. Klingt komisch. War aber, glaube ich, richtig, oder? Wenn es komisch klingt. Dann machen wir mal einfach so. Passt schon. Damit ist unser Gehege beschlossen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja, cool. Also ist jetzt ein großes Gehege geworden. Nicht schlecht. 1, 2, 3, 4, 5 Gehege haben wir dann. Vielleicht kriegen wir hier noch ein ganz kleines irgendwo hin, aber das wird echt schwierig werden. Vielleicht auch hier auf die Schräge, aber dann kann man halt wieder keine guten Wasser- und Futterstellen
ja, bauen. Das hier gefällt mir auch noch nicht so richtig. Das müssen wir vielleicht auch nochmal überarbeiten später. Aber ich würde sagen, wir widmen uns jetzt erstmal hier diesem Berg so ein bisschen und der Strecke. Vielleicht sollten wir erstmal die Streckenführung fertigstellen und dann können wir den Boden und sowas auch noch anpassen. Im Prinzip wird die Strecke ja einfach nur dann über diesen Berg hier noch vermutlich einmal so lang führen, genau. Und dann hier hinten wieder zurück. Andere Möglichkeiten haben wir ja eigentlich gar nicht. Und so. Und dann müssen wir jetzt hier nochmal ein bisschen das Land anpassen von dem Berg. So, der Berg ist einigermaßen angepasst, geglättet. Die Strecke ist, glaube ich, jetzt relativ gut befahrbar. Das könnten wir gleich einmal testen, aber ich will erstmal hier noch ein paar Deko-Elemente und so unterbringen, glaube ich. Dann haben wir jetzt ein, zwei. Vielleicht können wir hier vorne noch einen kleinen Wasserbereich machen. Zwischen den Strecken hier. Ja, kriegen wir sogar hin. Sieht zwar jetzt nicht so mega nice aus, aber wenn wir das mit ein paar Bäumen nachher noch verstecken, würde das eigentlich klar gehen. Sieht sehr künstlich aus, dadurch, dass es halt so eine gleichmäßige Form ist. Vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen ungleichmäßiger hin. So ungefähr. Ja, das ist schon besser. Sieht auf jeden Fall jetzt natürlich aus. Ist halt so ein ganz kleiner Tümpel. Auf jeden Fall eine weitere Wasserstelle für die Dinosaurier. Bei so einem großen Gehege ist es natürlich nicht verkehrt. Machen wir hier nochmal einen Futterspender hin. Und oben wäre eigentlich auch nochmal cool, ne? Wenn wir das hier hinkriegen. Hier wird es sogar gehen. Da, perfekt. Oben auf dem Berg nochmal. Wäre natürlich auch cool, wenn große Pflanzenfresser auch da oben hinkommen würden. Hier haben wir auch gar keine Futterspender, sehe ich gerade. Machen wir mal so. Ich hoffe, das hat jetzt hier nichts da oben zerstört. Und den hier auch noch hin. Sieht aber alles noch gut aus. Also scheint alles zu funktionieren. So wenig Futterspender sind es jetzt gar nicht. Ich habe jetzt 1, 2, 3. Boah. Also, ich glaube schon, dass wir hier einige Dinosaurier hin machen können, wenn wir so viele Futterspender haben. Hier, die ersten Gyrosphären, die fahren hier schon. Das ist super. Boah, hier kriegt man ja gar keinen Baum mehr zwischen. Das ist ja total doof. Oh mein Gott. Damit habe ich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Das ist auf jeden Fall nicht so cool. Hier kriegen wir auf jeden Fall wieder Bäume hin. Müssen wir auf jeden Fall ganz viel hier mit Bäumen arbeiten an der Schräge. Damit das hier ein bisschen dichter ist alles. Ich will auch gar nicht alles mit Bäumen zuklatschen. Also es soll auch so vereinzelt mal keine Bäume da sein. Soll halt natürlich aussehen. Das ist so das Main-Ziel. Okay. Hier unten den Bereich, den muss ich auch nochmal ein bisschen verschönern. Das gefällt mir noch nicht so richtig gut. Wir müssen natürlich jetzt immer von hier gucken. Das ist natürlich so die Hauptansicht. Hier auf dem Berg müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Bäume klatschen. Aber jetzt fängt es gerade an zu regnen. Das ist mir schon zu viel. Machen wir mal nur so vereinzelt Bäume hin. Büsche werden wir natürlich dann auch nochmal ordentlich. Hier kann auch nochmal der ein oder andere Baum in das Wasser. Ich hinter auch nochmal. So, perfekt. Echt gespannt, wie das später aussehen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht so nice aussieht. Okay, cool. Hier noch ein paar Büsche hin. Sieht aber schon nicht schlecht aus, ne? Sieht auf jeden Fall nach einem krassen Berg aus. Müssen wir gleich mal gucken, wenn die Sonne wieder scheint. Das könnte helfen. Auf jeden Fall. Hier oben müssen wir auch nochmal ordentlich bewalden. Oh, jetzt ist der. Oh, das ist eigentlich aber auch cool, ne? Der Futterspender ist jetzt in dem Baum drin. Das sieht dann, glaube ich, so aus, als wenn die Langhälse von dem Baum dann essen würden. Obwohl, das wird wahrscheinlich nicht so aussehen. Das wird wahrscheinlich eher so aussehen, dass die mit dem Kopf in den Baum verschwinden. Also lassen wir das mal lieber. Hier machen wir auch ein paar Bäumchen noch hin. Auch nicht zu viele. Auch nicht zu wenig. Hier hinten werden wir ordentlich bewallen. Also hier werde ich richtig viel Wald raushauen. Der Rückseite.
Ihr seht ja schon, ne? Hier bin ich echt nicht sparsam. Kann hier ruhig total vollgeklatscht sein. Das ist auch eigentlich kein Bereich, wo sich die Dinosaurier aufhalten sollten. Ich meine, da ist kein Fressen, kein Trinken, das ist nichts. Und ist ein sehr waldiges Gehege. Ihr seht schon. Ich hoffe, die Dinosaurier werden damit glücklich sein. Es sieht aber schon eigentlich relativ cool aus. Also es ist ein cooler Berg geworden. Dass es jetzt regnet, ist natürlich jetzt eher suboptimal, aber das passt schon. So, hier vorne machen wir auch nochmal ein paar Büsche hin. So, hier Büsche. Gleich können wir mal gucken. Der Regen hat nämlich gerade aufgehört. Den Bereich hier will ich auch nochmal kurz überarbeiten. Das gefällt mir hier noch nicht. Da fangen wir nochmal eben neu an mit der Optik hier. Machen wir eben hier nochmal das Wasser weg. Und dann schauen wir mal, dass wir das etwas anders hier machen. So sieht das schon natürlicher aus. Das ist auf jeden Fall besser. Dann machen wir hier auch zwei Futterspender wieder hin. Den einen hier hinter. Den anderen vielleicht hier. Hier geht es natürlich mega steil bergab. Vielleicht können wir das auch noch ein wenig überglätten. Ja, sehr gut. Sieht auf jeden Fall jetzt nicht mehr ganz so steil aus. Das ist schon mal schön. Ja, hier vorne möchte ich das natürlich auch so haben. Dass wir hier einmal die Übergänge und Kanten etwas besser machen. Ja, der Futterspender da gefällt mir halt auch noch nicht so, ne? Soll ich den lieber hier auf die linke Seite packen? Ja, der muss nochmal weg. Ich glaube, den packe ich eher hier auf diese Seite. Dann machen wir hier nochmal welche außerhalb des Geheges mal ein bisschen Wald hin. Warum nicht? So, hier nochmal ein ordentlich Wald. Es ist halt ein sehr verstecktes Gehege. So sieht das schon recht cool aus. Schön versteckt sind dann die Dinos. Hier am Zaun entlang würde ich eigentlich auch Wald machen, weil der Zaun, der soll eigentlich so gut wie es geht versteckt sein. Ja, das ist mir hier schon wieder zu viel. So eine kleine Lücke drin. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz in den Aufnahmemodus. So, das ist unser Berg von oben. Das sieht doch schon ganz cool aus, oder? Also von der Bewaldung her gefällt mir das schon. Sehr, sehr viel Wald, aber das sollte ja auch so sein. Vielleicht können wir da nochmal die ein oder andere Kante ein bisschen überglätten. Aber wir müssen halt hart aufpassen wegen der Virus-Fernstrecke. Aber ansonsten sieht das schon ganz nice aus. Fliegen mal nochmal hier hinten ein bisschen höher. Gucken wir von dieser Seite. Genau, hier ist halt mega waldig auf dieser Seite. Also man sieht eigentlich gar keinen Übergang so richtig zu dem außerhalb der Map, also den Bergen da. So soll es aber auch sein. Also ich glaube, das ist nicht schlecht geworden, das Gehege. Wir können jetzt ja gleich mal mit der Gyrosphäre da reingehen. Und da mal eine Runde fahren. Einmal hier durch das Gehege durch. Das nimmt jetzt wahrscheinlich ein bisschen Zeit in Anspruch, aber ist natürlich auch wichtig, ne? Man muss es ja auch sehen. Wird auch sein, dass wir in die Ego-Perspektive gehen. Und dann fahren wir mal. Ja, wir können ja beide Perspektiven so ein bisschen schauen. Einmal überholen hier. Wünschte, ich hätte noch so einen kleinen Speedboost. Passt eigentlich vom Tempo. Also bis jetzt gefällt mir die Strecke schon sehr gut. Hier rechts müsste man ja gleich die gute Aussicht haben. Die ist hoffentlich noch da. Ja, ein Stückchen noch weiter. Und da sieht man den Berg. Oh, das ist so schön. Oder den Vulkan, ne? Sagt der immer. Sieht mega nice aus. Gefällt mir. Und dann fährt man hier weiter. Hier oben ist dann der erste Wasserbereich. Hier nochmal in diese Perspektive, sieht man das ein bisschen besser. Wow. Ich werde gleich 100 pro den Berg runterrollen. Ich merke das schon. Genau, hier ist der erste Wasserbereich. Hier oben können vielleicht noch ein paar Bäumchen hin, oder? Obwohl, nee, es muss nicht so dicht alles sein. Da könnte man dann die ersten Pflanzenfresser sehen. Wichtig ist auch, dass wir auf die Strecke achten, dass sie nicht zu steil ist. Hier ist der zweite Wasserbereich. Kleines Wasserbecken. Bis jetzt passt es aber eigentlich von der Strecke. Und sieht auch sehr, sehr schön bewaldet hier aus, rechts und links. Sehr, sehr nice. Oh, hier hat man wieder eine super Aussicht. Oh, das ist hier perfekt. Schaut mal. Ist das nicht schön? Oh, das ist richtig gut. Okay, das ist perfekt geworden. So habe ich es mir vorgestellt. Dann fährt man hier lang. Vor uns ist jetzt auch gerade eine andere Kugel. Die überholen wir mal eben. Tut, tut. So. Jetzt sind wir wieder vorne. Dann kommt man hier ein bisschen hoch, auf die Bergspitze sozusagen.
Das ist dann, glaube ich, auch der höchste Punkt gleich. Ja, hier geht es ein bisschen nach links runter, aber das passt alles noch. Jetzt nicht so, dass es zu steil ist. Oh, hier rechts ist auch nochmal ein Futterspender. Da könnte man dann auch nochmal den ein oder anderen Pflanzenfresser zu Gesicht bekommen. Hier geht es dann runter und dann das Stück zurück. Ich glaube, das Stück zurück, das sollte eigentlich passen, ne? Fehlen halt nur noch die Dinosaurier, aber die kommen ja als nächstes. Super, haben wir gut hinbekommen. Hätte ich nicht gedacht. Und es sind auch gar nicht so wenig Futterspender und Wasserspender. Also das passt eigentlich auch. Was mir gerade noch aufgefallen ist, hier hätte noch ein Bäumchen hingekonnt. Das wäre ganz cool gewesen. Leute, ich wollte jetzt gerade die Kommentare lesen und mir anschauen, welche Dinosaurier ihr denn gerne im Gehege hättet. Da ist mir aufgefallen, wir können gerade gar keine ausbrüten, weil wir hier gar keine Verbindung haben. Wir müssen jetzt nämlich noch die Strecke hier weiterführen. Das ist natürlich auch nochmal sehr, sehr wichtig, dass das gut aussieht. Oh, hier müssen wir auch noch einen Zaun machen, ne? Mir gerade mal aufgefallen, das können wir auch mal eben schnell machen. Das ist ein bisschen steil da. Zumindest hier oben sollte der Zaun losgehen. So, der Zaun steht. Hier vorne habe ich das Ende jetzt noch nicht gemacht. Eigentlich könnten wir es entweder so lassen oder wir führen das Ende halt in den anderen Zaun rein. Ich würde sagen, wir lassen das einfach so. Das ist in Ordnung. Machen wir hier nochmal so ein paar Büsche hin. Wie geht das ja? Ja, super. Das passt. Hier nochmal den einen oder anderen Baum mehr hinpacken. Der auch. Der ist mir hier schon wieder zu dicht. Perfekt. Hier machen wir dann nochmal ein paar Büsche und sowas hin. Nochmal einen oder anderen Baum. Wobei die wahrscheinlich gleich verschwinden werden, wieder die Bäume. Weil ich jetzt hier nämlich die Strecke weiterführen werde. So, dann machen wir das mal. Wie führe ich den dann am besten entlang? Eigentlich kann ich die erstmal hier am Wegrand entlang führen. Wäre natürlich schön, wenn die Strecke auch den Zweck erfüllt, nochmal eine gute Sicht auf dieses große Gehege hier zu bieten. Aber sie soll natürlich auch nicht den Berg zerstören, so von der Optik her. Aber ich denke mal, die trägt eher dazu bei, dass das Bergpark-Feeling hier aufkommt. Ich finde es auch cool, wenn die Säulen, das finde ich eigentlich ganz cool, weil dann hat man später, da kommt auch gerade eine Gyrosphäre, genau, hat man später die Säulen hier und dann fährt man so mit der Gyrosphäre durch die Säulen durch. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Vielleicht können wir uns ja wirklich mittig von dem Berg hier entlang schlängeln. Das könnte, glaube ich, ziemlich nice aussehen. Könnte aber auch scheiße aussehen, das weiß ich nicht. Fängt auf jeden Fall schon wieder an zu regnen. Ich hoffe, hier geht nicht so viel Wald verloren, wenn ich das mache. Probieren es mal aus. Das geht eigentlich. Machen wir mal. Machen wir mal so. Ich mache jetzt einfach mal hier random in der Mitte einmal quer durch. So, das wäre die Strecke. Wie sieht denn das aus? Ah, jetzt kann man es wieder so schlecht sehen wegen dem Regen. Aber das hier gefällt mir schon mal gar nicht, weil hier keine Säule ist. So, das müssen wir auf jeden Fall rückgängig machen. Dann müssen wir uns einen anderen Weg überlegen. So, ich habe es jetzt hinbekommen. Und jetzt haben wir die Strecke hier einmal so quer durch. Ich hoffe, jetzt sind hier nicht zu viele schöne Bäume flöten gegangen, aber ich denke mal nicht. Sieht eigentlich noch ziemlich nice aus. Und dann fährt man hier auch so schön mit der Gyrosphäre durch die Säulen durch. Das sieht auch immer super cool aus. Hier könnte noch der ein oder andere Baum hin. So. Ne, das sah ohne besser aus. Doofer Baum. Aber wir machen hier wieder ein bisschen Gras hin. Und ansonsten können wir uns jetzt an die Dinosaurier-Ausbrütung machen. So Leute, die erste Fuhre an Dinosauriern ist fertig und es sind 2 Diplodocus und 3 Stegosaurus geworden. Wurden sich tatsächlich öfters von euch gewünscht, deswegen habe ich die ausgewählt. Und ich finde, die passen auch sehr, sehr gut in so ein Berggehege. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welcher Skin das war. Ach, das ist immer echt schön. Es dauert zwar ewig bei diesen Langhälsen,
Aber es ist immer sehr, sehr schön, die Animation. Jetzt kommt wahrscheinlich noch ein Schrei, oder? Macht der Diplodokus ein? Ja. Da kommt der Schrei. Und damit haben wir den ersten Diplo freigelassen. So, das war... Welcher Skin war das denn? Küstengebiet war das. Der... Ja, ist relativ langweilig. Aber die sind, glaube ich, alle relativ langweilig. Dann kommt der nächste. Steppenmuster. Wird sich jetzt dazu gesellen. Die Kamera wird hier gerade schon weggeschoben von dem anderen Diplo. Ja, dann komm mal da raus, du Kleiner. Und auch ein Schrei von dir, komm. Für die Fans. Einmal schreien. Ja, komm, schrei. Da schreit er. Für die beiden könnt ihr auch gerne Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Ich bringe die mal eben drüber und dann lassen wir die Stegos frei, obwohl... Ah, nee, wir bringen die eben drüber. So, die beiden sind betäubt. Dann würde ich sagen, suchen wir mal einen schönen Ort aus, wo die denn hin können. Diplodokus, wo könntet ihr denn am besten hin? Also, die Diplodokus werden nicht die einzigen Langhälse bleiben. Ich mache wahrscheinlich nächste Folge noch zwei weitere rein, aber andere. Wo könnten wir die denn mal hinmachen? Ich würde sagen, die machen wir erstmal hier oben in den Bereich. Einmal hier hin. Und den anderen auch einmal. Nehmen wir einmal und den packen wir daneben. Der kommt hier hin. Und dann können wir jetzt schon die Stegos freilassen. Da haben wir als erstes Regenwaldmuster. Ich hoffe, die anderen sind jetzt hier nicht im Weg, die Dinos. Ja, das ist der Grüne. Der ist cool. Der ist echt schön. Der Diplo wird hier gerade abgeholt. Wie so eine süße Kuh. Genau, haben wir den schon mal. Dann lebhaftes Muster. Ja, das ist so ein bisschen rötlich. Auch hier ein süßer Sprung und Schrei. Ist echt toll, die Animation. Und als letztes haben wir Sumpfmuster. Ich glaube, das ist ein gelber. Aber der will gerade nicht so ganz. Ah, Jungs, aus dem Weg. Euer Kollege will auch raus. So, endlich hat's geklappt hier. Die beiden sind fertig mit Schnacken. Gehen jetzt endlich zur Seite. Und da sehen wir es. Das ist dieser... Na, der ist gar nicht unbedingt so gelblich. Aber so ein bisschen Gelbton ist schon drin. Hat auch relativ rote Farbe. Oder orange. Der hier ist mehr so dunkelrot. Auch der macht einen süßen Jump. Und dann würde ich sagen, auch die betäuben wir und bringen wir schnell in unser Gehege. So, unsere nächsten Dinosaurier brüten. Und wir können jetzt hier mal schauen, wie sich unsere... 5 bisherigen Dinosaurier eingelebt haben. Das sieht doch schon ganz schön aus hier, die Stegos, oder? Dann fährt man hier lang und dann sind hier die Stegos am Trinken auf dem Berg. Sieht man das auch schon von der Ferne? Tatsächlich, die sieht man sogar hier oben. Ist echt cool, ne? Die Diplos sieht man leider nicht. Die sind nämlich sehr im Wald versteckt. Was machen die denn da hinten? Ach, die sind auch gerade am Trinken. Ja, schaut mal. Der eine trinkt hier gerade hinter der Säule. Der andere ist da oben im Wald versteckt. Aber so soll es ja auch sein. Das ist so ein kleines Überraschungspaket. Dann fährst du hier lang mit der Gyrosphäre. Und dann kommt zu deiner Linken aus dem Wald ein Diplodokus raus. Habe ich gerade Dilofo gesagt? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Also auf jeden Fall, man fährt hier lang. Und dann sieht man hier so zu seiner Linken die Diplodokus trinken. Ist das nicht schön? Das ist doch ein richtig schönes Bild, ne? Also mir gefällt das gut. Na, wo bleibt die Gyrosphäre? Da kommt sie. Ach, das ist doch toll. So habe ich mir das vorgestellt und ich glaube, wir können doch sehr, sehr viele Dinosaurier in das Gehege packen, weil das ist sehr groß geworden. Und unsere nächsten Kandidaten für heute sind fertig. Das sind 5 Gallimimus. Gallimimus wird sich auch sehr oft von euch gewünscht. Und zwar 4 Stück im Regenwaldmuster und einer im Dschungelmuster. Gucken wir mal den Regenwald an. Ja, das ist der. Ich dachte, das wäre der blaue. Es gibt nämlich, glaube ich, auch so einen blauen. Obwohl, das kann sein, dass das Struthiomimus ist. Ich weiß nicht, ob das Galli ist oder Struthio. Aber der ist trotzdem sehr, sehr schön. Davon haben wir 4 Stück. Und dann haben wir noch ein Dschungelmuster. Den habe ich sogar bessere Werte gegeben, wie ihr seht. Damit er das Alpha-Weibchen wird. Lassen wir auch mal frei.
Ja, das ist so ein rötlicher. Der ist dann sozusagen der Anführer oder die Anführerin. Sehr schön. Oh, tolle Farbe hat der. Sieht man jetzt in der Sonne sehr gut. Ich würde sagen, ich lasse mal kurz noch schnell die anderen frei. Und dann können wir mal die letzten Dinosaurier mal eben schnell zusammen betäuben. Wobei das vermutlich ziemlich lange dauern wird. Werde ich wahrscheinlich rausschneiden. Weil die kleinen Dinger sind sehr, sehr schnell und klein. Die werde ich wahrscheinlich ewig brauchen, um die alle zu treffen. So wie ich mich kenne. Stillhalten. Boah, ich habe sogar getroffen. Reicht da eine? Ist jetzt die Frage. Ah, tatsächlich. Einer reicht. Das heißt, wir können immer am besten, wenn sie hier gerade noch ihre Pose machen, die schon betäuben. Ah, siehst du, da geht's schon los. Mit daneben schießen. Ja, Leute, die Gallimimus landen jetzt hier nach und nach im Gehege. Ich habe die jetzt erstmal zu den Stegos gepackt in den Bereich. Die werden sowieso relativ viel durch das Gehege laufen, glaube ich mal, weil die sind ja so klein und flink, wie ihr seht. Der läuft auch schon darum und erkundet erstmal. Das ist ganz schön. Und wir haben jetzt 10 neue Dinosaurier in unserem Park und ich würde mich sehr über tolle Namensvorschläge freuen. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall noch weitere Dinosaurier hier in das Gehege packen, weil das Gehege kann, glaube ich, noch locker weitere 10 vertragen, weil die Gallis sind ja relativ klein, also die zählen nicht wirklich als ein ganzer Dino, würde ich sagen. Also so 20 größere Dinos kann man schon in dieses Gehege packen, glaube ich. Das wäre auf jeden Fall nice. Also schreibt mir auf jeden Fall Namensvorschläge rein und Dinosauriervorschläge, welche denn hier noch ins Gehege können. Und ansonsten würde ich sagen, war es das mit der Folge. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wir haben das Gehege soweit fertiggestellt. Die Fahrt ist echt schön geworden. Die werden wir uns am Ende auch nochmal gönnen. Und wenn euch das Projekt gefällt, würde ich mich selber ein Like freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann dürft ihr gerne abonnieren. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Euer Dandy.